Leute, sagt mal, wann wart ihr das letzte Mal irgendwo neu? Bei mir ist das noch nicht so lange her, als ich nach Mülheim gekommen bin, weil mein Paps hier einen neuen Job bekommen hat. Davor bin ich auch schon gefühlte 1000 Mal umgezogen. Mit Neusein kenne ich mich also aus. Zumindest habe ich das immer gedacht. Aber dass Neusein nicht gleich Neusein heißt, sondern für manche schwieriger sein kann als für andere, das ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, als Karima in unsere Klasse gekommen ist. Aber ich fange am besten von vorn an. Am Montagmorgen sitzen wir alle mehr oder weniger motiviert im Klassenraum. Das Wochenende war einfach zu schön. Während ich Nele und Lars von meinem Besuch in der Fotoausstellung in der alten Uhrenfabrik vorschwärme, kommt unsere Klassenlehrerin Frau Sander herein. Anders als sonst hat sie sofort unsere volle Aufmerksamkeit, denn sie ist nicht allein. Ein großes, dunkelhaariges Mädchen folgt ihr. Guten Morgen. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Wird uns Frau Sander bestimmt gleich sagen. Ruhe bitte. Wie ihr seht, habe ich euch jemanden mitgebracht. Das ist Karima, eure neue Mitschülerin. Hallo. Oh, die sieht ja schön aus. Stil hat sie zumindest. Karima musste mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen. Seitdem die Regierung dort gewechselt hat, werden Andersdenkende oft bedroht und verfolgt. Deshalb fliehen viele Menschen nach Europa. Habt ihr ja vielleicht in den Nachrichten gehört. Oh, was? Schrecklich. Aber Karima, vielleicht magst du selbst etwas über dich erzählen. Ja, gerne. Ich heiße Karima. Ich bin 16 Jahre alt und ich finde es wunderbar, dass ich mit meiner Familie jetzt in Mülheim wohne. Du sprichst ja schon gut Deutsch. Danke. Ich lernte Deutsch 4 Jahre in der Schule. Aber ich spreche manchmal noch nicht korrekt. Du sprichst wirklich sehr gut, Karima. Und damit du dich auch gut einlebst, wäre es toll, wenn sich jemand aus der Klasse bereit erklärt, dich in den nächsten Tagen ein bisschen zu unterstützen. Wer hätte Lust, Karimas Buddy zu sein? Karima lächelt freundlich in die Runde. Aber niemand meldet sich. Ich überlege nicht lange. Niemand weiß besser als ich, wie es ist, neu in einem fremden Land zu sein. Mein Finger schnellt in die Höhe. Kira, das ist super. Danke. Klar doch. Mit Neusein kenne ich mich aus. Am besten setzt ihr euch gleich nebeneinander. Willkommen in Südberg. Ich bin Kira. Ich wohne auch noch nicht so lange hier und war vorher in Spanien und davor in einigen anderen Ländern. Das ist sehr interessant. Zumindest weiß ich, wie blöd sich das anfühlt, wenn man neu ist und noch niemanden kennt. Aber mich kennst du ja jetzt schon mal und ich kann dir gerne alles zeigen. Die Schule und, wenn du magst, auch die Stadt. Das wäre wunderbar. Oh ja, da bin ich auch dabei. Also, wenn das okay ist, natürlich. Klar. Das ist Nele, meine beste Freundin. Hi, Karima. Hallo. Es freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Oh, deine Ohrringe sind übrigens voll hübsch. Danke. Echt nice. Goldene Kreolen sind jetzt wieder in. Danke. Wie ist dein Name? Saskia. Saskia Saalfeld. Wenn Kira dir die Schule und die Basics von Südberg gezeigt hat, kann ich dich gern mal mit zu den hippen Ecken der Stadt nehmen. Man kommt ja nicht überall rein, aber ich habe da so meine Connections. Das ist sehr nett von dir. So, es gibt sicherlich noch viel Interessantes zu bereden, aber die Stilmittel der deutschen Sprache warten darauf, von euch analysiert zu werden. In der großen Pause gehen Nele, Lars und ich mit Karima in die Schülerbücherei, um Karimas Schulbücher abzuholen. Allerdings scheint Herr Kleinschmidt, der Schulbibliothekar, noch nicht ganz wach zu sein. Zumindest braucht er ewig, um die Bücher zu finden. Eine gute Gelegenheit, um Karima besser kennenzulernen. Seit wann genau bist du in Mülheim? Wohnst du auch im Stadtteil Südberg? Wie gefällt's dir hier? Und ist es schwer für dich mit der fremden Kultur und der neuen Sprache? Du hast viele Fragen. Kira, wie sie leibt und lebt. Da lernst du sie gleich ganz real kennen. Sorry, wenn mich was interessiert, überkommt es mich einfach. Die Fragen purzeln quasi aus meinem Mund. Kira ist Reporterin. Oh, wirklich? Wunderbar. Also, arbeitest du neben der Schule? Naja, ich habe einen Newsblog und schreibe manchmal für die Lokalzeitung. Aber wenn ich mit der Schule fertig bin, will ich Journalistin werden. Ah, ich glaube, da kommen deine Bücher, Karima. Lars hat recht. Herr Kleinschmidt drückt Karima einen großen Stapel Bücher in die Arme. Es sind so viele, dass sie kaum halten kann. Uff. Oh. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Bücher brauchen. Tja, wenn man sie nie nutzt. Ich lerne halt online. Ah. Komm, Karima, wir helfen dir tragen. Danke. Gib mir auch welche. Hier,
Dann gehen wir am besten gleich noch zum Spind. Oder auch nicht. Mist, wir wollten dir doch noch zeigen, wo du dich nachschminken kannst, Karima. Dann müssen Spind und Nachschminken wohl bis zur nächsten Pause warten. Auf zu Bio? Wir müssen leider hoch in den dritten Stock, Karima. Aber wenn du auch noch ein paar Bücher trägst, Lars? Hi, Sir. Danke. Karima ist echt nett. Schade, dass die Pause so schnell rumgegangen ist. Zu viert schleppen wir ihre Bücher die Treppen hoch und bleiben im Gang vor den Bioräumen fast in der Tür stecken. Es ist total voll. Nicht nur unsere Klasse, sondern auch die 11a wartet auf ihren Lehrer. Immerhin heißt das, dass wir nicht zu spät sind. Aber wir müssen trotzdem erstmal zu unserer Klasse durchkommen. Entschuldigung, können wir mal durch? Sorry, dürfen wir mal? Entschuldigung, bitte. Leute! Oh Mann, die Schüler aus der 11a bewegen sich keinen Schritt zur Seite. Die starren entweder wie hypnotisiert in ihre Hefte oder unterhalten sich aufgeregt. Echt uncool, so ignoriert zu werden. Aber hey, dann quetschen wir uns eben durch. Kommt, Leute. Sorry. Sorry. Dieses Shirt steht ihm extrem gut, oder? Matcht voll mit seinen grünen Augen. Echt mal total hot. Das Grün passt auch voll zu deiner neuen Tasche, Saskia. Ist wohl ein Zeichen, dass ich ihn ansprechen muss. Safe. So, geschafft. Karima ist noch im Gedränge. Ach, da kommt sie. Karima, alles gut? Ja, ich... Oh, sorry. Ups. Karima wird angerempelt und ihre Bücher fliegen in hohem Bogen auf den Boden. Ein großer, gut aussehender Typ aus dem Jahrgang über uns hat sich ruckartig umgedreht. Entschuldigung. Hier, deine Bücher. Danke. Sorry, ich hab dich echt nicht gesehen. Kein Problem. Bist du neu hier? Ja, heute ist mein erster Tag. Dann willkommen. Ich heiße Torge. Und du? Karima. Nice. Also ich meine, schöner Name. Und auch schöne Ohrringe. Danke. Oh mein Gott. Wenn du mal Hilfe brauchst oder so, sag gern Bescheid. Das ist sehr nett. Sieht so Vielen aus. Dank. Wir können uns ja über ChatsGo connecten. Ich habe ChatsGo nicht. In meinem Heimatland war das verboten. Ach so. Hey, Torge! Hi, Saskia. Oh, da muss Saskia gleich. Also, Karin, ich kann dir gerne zeigen, wie du den Account anlegst. Oh, ja, gerne. Torge, das ist so sweet von dir. Aber Karima wird schon von Kira, Nele und Lars betreut. Die machen das mit ihr, oder Kira? Ich könnte allerdings echt wen brauchen, der mir zeigt, wie man Logarithmusfunktionen löst. Das hattet ihr doch letztes Jahr schon. Ja, stimmt. Aber fragt dafür am besten Sergei oder Paula. Die sind bei uns die Mathe-Cracks. Oh, da kommt der Bärlauch. Wir schreiben jetzt eine Klausur. Ciao, Karima. Tschüss. Ciao, Torge. Ein netter Junge. Auch wenn er meine Bücher auf den Boden war. Ich glaube, der fand dich auch nett, Karima. Sie hat wohl eher den Exotenbonus. Wie bitte? Was soll das heißen, Saskia? Ich meine ja nur. Gastfreundschaft sollte man übrigens nicht überstrapazieren. Sonst ist man schnell nicht mehr willkommen. Stimmt. Geht manchmal schneller, als man denkt. Auf jeden Fall. Spinnt ihr? Solche Sprüche gehen ja wohl gar nicht. Wirklich, voll daneben. Was Karima macht, geht gar nicht. Neu hierher kommen und sich gleich in den Mittelpunkt stellen, ist schon ganz schön dreist. Was? Definitely. Wie bitte? Ich verstehe. Alles gut, Karima. So einen Schwachsinn kann man auch gar nicht verstehen. Echt, ey. Karima ist doch nicht hier, weil sie sich in den Mittelpunkt stellen will. In dem Moment kommt Frau Otter den Gang hinunter und unser Gespräch ist beendet. Als wir im Bio-Unterricht sitzen, ist Karima immer noch ganz irritiert. Ich koche vor Wut. Wie kann Saskia nur sowas Respektloses und Anmaßendes droppen? Leider ist sie nicht die Einzige, die so denkt. Erst letzte Woche wurde im News-Ticker über eine Mülheimer Gruppe berichtet, die gegen die Ankunft von Menschen aus Krisenländern protestiert. So ein Schwachsinn! Man müsste denen echt mal ihre Vorurteile widerlegen. Vielleicht könnte ich... Ja, das ist es. Ich schreibe einen Artikel über Karima und ihre Familie für die Lokalzeitung. Nach einer kurzen Mail an die Redaktion ist die Sache geritzt. Mein Artikel soll am Montag in 2 Wochen fertig sein. Als Nele, Lars und ich Karima nach der Schule die Stadt zeigen, starte ich direkt mit der Recherche. Mit Karimas Einverständnis natürlich. Also Karima, ihr wart wirklich 2 Wochen unterwegs? Ja, bis zur Grenze brauchten wir 3 Tage. Und dann... 3 Tage? Mhm.
Mein Heimatland ist sehr groß und meine Familie und ich mussten... Moment, wollten wir nicht zur alten Fabrik? Dann müssen wir jetzt hier lang. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer.